Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und ja, hier schmeißen wir die Speerkämpfer nächste Runde raus. Und dann gehen wir bald ja zu unserem Kumpel oder Ex-Kumpel Pergamon. Gut, hier wollen wir mal kurz schauen. Oh, 16% der Angriffsbonus für alle Kavallerie und dann noch Infanterie und alles perfekt und ja. Gut, der ist schon 56. Ah, schade. Das heißt, der wird bald sterben. Das wird man nicht ändern können. Stimmt, wir können ja mal durchswitchen. Wir haben sehr viele tolle neue Sachen, die wir bauen können. Und wir haben ganz viel Geld. Dip, dip, dip. Da war eine Kuh, die wir anklicken können. Juhu. Und das war schon. Gut. So, dip, 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 dip. Alexander Stolz, wo bist du? Da bist du. Wieso ist da Moor? Ach so. Da war ein Moor. Wir wollen zum Moor. Wir könnten rein theoretisch auch Kapitulation in 8 Runden. Nee. Wir könnten auch. Oh, Alexander Stolz hat ein Problem. Noch 8 Runden. Uiuiui. Warte mal. Nee. Ja. Hat alles keine Reichweite mehr. Deswegen. Ah, eine vollständige Provinz. Weil wir eben jetzt die Provinz zu Hause verloren haben. Was nehmen wir da? Ja, öffentliche Ordnung bringt zwar nichts. Weil Loyalität wäre, glaube ich, im Moment am besten. Ja, gehört uns. Dann machen wir die Loyalität. Gut. Dann schauen wir mal. Dann sehen wir ja schon. Frieden sein. Gallische Konföderation. Beendet diese Fehde. Wir bieten euch heute Frieden an. Oder morgen das Schwert. Wow. Also, wenn es nur hier oben wäre, dann ja, warum nicht? Die Zahlen. Aber es ist halt diese. King große Ding. Und jetzt greift sie an. Und ich verteidige mich natürlich. Wow. Wow, 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 wow. Also die gallische Konföderation ist ja riesig. Ist ja heftig. Okay, die sind natürlich wieder da. Irgendwie starten alle da oben. Ja, ich habe nicht viel. Keine großen, ne? Keine große Chance hier mit meiner Garnison irgendwas zu machen. Ich lasse sie mal zu mir kommen.
Wow. Es sind halt richtig viele Einheiten hier. Super. Ja, mit denen kann ich noch was reißen, das auf jeden Fall. Warte, stell sie mal hier hin. So. Und die werden dann auch hier hin gehen und dann hier feuerfrei. Also gut. So, bitte anlegen. Hier bitte auch. So. Ja. Die dürfen wir soweit mal das machen. Hier. Da habe ich keine Probleme mit. Geht auch mal dahin. So, ihr wartet mal kurz. Auch wenn ihr eigentlich was macht ihr eigentlich? So, königliche Peltasten haben auch Einzugsberechtigung. Süß. So, die da, ja, ich warte mal, bis die raus sind. Und dann positioniere ich meine Katapulte. Ist halt blöd, dass der Marktplatz nicht am Hafen ist. Das ist echt nervig. Das ist echt ein bisschen unpraktisch hier. Auch mal jetzt fertig rudern hier. So. Die Kavallerie geht mal hier hin. Vielleicht können die 6 Pferde irgendwas noch heißen. Peltasten! So. Haben die schon was verloren? Nee. Wow, einen haben die schon verloren. Der da war wahrscheinlich schon weg. Ist echt krass, wie viel die Eidgeschworenen aushalten. Holy. Wir haben halt Dauerfeuer von dem Turm. Und der macht denen nichts. Der macht denen nicht. So, gut. Die königlichen Peltasten. Söhne des Ares! Schnelles Marschieren! Eure Befehle? Schnell vorrücken! Ah, das ist sogar ein offizieller General. Königliche Peltas. Hades hat Wachen. Schnell!
Das sind ja sogar... Das ist ja sogar ein offizieller. So, also ich bin davon überzeugt, dass er von hier kommen wird. Wenn er schlau ist, wird er auch von hier kommen. Und ich hoffe, dass er dumm ist. Der Feind hat die Tore eingenommen. Nein! Das kann nicht sein. Wuse, wuse, wuse. So, wo, bis wohin schießen die? Warte, ich mach mal Standardgeschosse, weil da treffen sie eher. Warte, ich... die treffen nicht ganz so... Oh, 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 warte, warte, warte. Königliche Welt zum Einsatz! Nahkampfinfanterie bereit! Speerträger! Ruhm für Makedonien! Eure Befehle, Kommandant! Durchbrecht die Linien! Geschosse, Wachoffiziere! Die Männer wanken! Verdammt. Jetzt lasst doch mal meine Kavallerie in Ruhe. Bitte nicht schießen. So, der benimmt sich gar nicht so, wie ich will. Dann stelle ich mich hier auf. Ja. Dann stelle ich mich hier auf. Ist zwar auch ziemlich dumm. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Oh nein. Dürft ihr freischießen. General! Zu Befehl! Schnelles Marschieren! Befehle, Kommandant! Königliche Feldasten! Schnell vorrücken! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. Süß. Wir haben einen Siegpunkt verloren. Genau, jetzt habe ich halt 2 Minuten quasi, um den wieder einzunehmen. Das sollte schon klappen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nahkampftruppen! Königliche Feldhass! Tureos Speere! So. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Nahkampf-Infanterie bereit. Doppelte Geschwindigkeit. Also jetzt mache ich nämlich einen... Ja.
Ausschritt. Oh, was? So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Königliche Feldhass! Komm in die Geschwindigkeit! Nahkampfinfanterie! Söhne des Ares! So. Königliche Feldhass! Nahkampfinfanterie zu euren Diensten! Schnell vorrücken! Okay, jetzt muss ich mit denen auch vorgehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Befehle? Strategos! So. Bogenschützen! Wieso schießen die nicht? Möge Habe sich unserer Feinde soll ich mir den da? Ja, die sind ja fast tot hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Dann komme ich mal mit denen vor. Oh. Ja, die hätten sowieso nichts machen können. Jetzt ist das Problem. Jetzt ist das Problem, dass ich hier nur Fernkämpfer habe. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die gesamte Einheit ist umgekommen. General! Königlich reicht das Einsatz! Stolze Söhne! Taxis! General! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bogenschützen! Doppelte Geschwindigkeit! Königliche Feldhass! Jetzt mach mal schneller hier. Befehle? Zu euren Diensten! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, das ist auch nicht schlecht. Das war schlecht. Warte, gib mal her. Gib mal mir das Kommando hier. Ja, fast. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist doch super hier. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Und tauschen mal den Platz. Cool. Krass.
Sorry, dass ich jetzt eigentlich gar nichts gesprochen habe, weil es war ein bisschen, ja, ich musste mich konzentrieren. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Ja, und zwar den wichtigsten. Ah, krass, dass die so lange aushalten, ne? Schon heftig. Voll gut. Ach gut, meine sind jetzt hinterm Haus geschützt. Wie sind die rausgekommen? Im Dienste des Volkes. Nee. Die konnten ja. Hä? Wie sind die rausgekommen? Bisschen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Für Makedonien. So, wie sind die überhaupt rausgekommen? Krass. Gut. Aber ja. Super. Verluste 500. Also, ja. Wir haben ein Gesicht, das ist die Hauptsache. So, ja, leider haben es die beiden nicht geschafft. Aber die haben es geschafft. Ich frage mich immer noch, wie. Na egal. Sie haben es geschafft. So. Dann gucken wir mal, was da noch läuft, und dann ist die Runde schon wieder eh vorbei. Oh ne, der geht jetzt nach Odysseus. Odysseus. Ich spiele das ehrlich gesagt. Also ich spiele das jetzt im Schnellen, weil ich dadurch sehr viel von ihnen mitnehmen könnte. Es sei denn, er stellt sich klug an. Aber das haben sie eigentlich fast noch nie. So, also. Gehen wir da. Die Tiere haben eine Phalanx. Auf die Phalanx. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. So. Ich hoffe jetzt, dass er, also sieht gerade nicht so aus leider, dass er hier reingeht. Das macht er mit der Einheit eh gerade nicht. Verdammt. Das ist ja überhaupt nicht dumm. Das ist ja alles andere als dumm gerade.
gerade echt nicht so schön. Der ist gerade alles andere als blöd. Jetzt komm! Ja, naja, okay. Der hat sich alles... Ja. Der hat sich wirklich nicht dumm angestellt. Normalerweise, oder also, es kommt sehr häufig vor, dass sie ja, sich einfach in einer in eine Gasse quasi stellen oder von einer Gasse angreifen. Und da kann man sie vor allen Dingen mit Pikenphalanxen sehr leicht aufhalten. Aber ja, der hat sich echt gut angestellt. Also von drei Seiten quasi. Also schön. Freut mich. Gut, also dann, ja, natürlich hat er die nur geplündert, war gar nicht mal. Jetzt ist halt die offen, das habe ich sehr schlau gemacht. Warte, da könnte ich einen General von der Gegenseite reinhauen. Der ist gut. Der ist krass. Warte, ein plus 1 macht pro Runde für eure politische Partei. Aber wieso ist der dann... Wieso ist der ein gegnerischer? So von der anderen Partei. Ja, egal. Das ist jetzt die Frage, was ich mache. Ich glaube, ich hole mir wirklich Kavallerie. Weil... das in dem Fall, glaube ich, schlauer ist. Oder sicherer. Weil mit Nahkämpfer gegen Fernkampfkavallerie ist halt so eine Sache. Gut, ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich schon Schluss machen. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir die Makedoner raushauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.